Wir sitzen auf Tabern, erste Reihe, und befinden uns gerade auf dem Weg von der Station auf den Lounge-Bereich. Die Musik ist sehr laut. Wir stehen. Und wir machen die Hände hoch. Und es geht los! Nirmes, oder Nirmes, die große Kurve. Oh Gott, Junge! Oh, er teilt! Ah! Junge! Ist das geil! Oh! Alter! Mein Name ist Judith oder auch Uschi auf der Plattform, auf der wir uns bewegen. Ja, ich bin 29 Jahre noch immer, arbeite in der Bäckerei und bin Mitglied bei Right Review. Ja, ich bin Dennis oder dann auch Bro und 33 Jahre alt und wir machen zusammen den YouTube-Kanal Right Review oder das Projekt Right Review, das ist ja nicht nur YouTube und hauptberuflich gehe ich auch Vollzeit noch arbeiten in der Firma, die macht Temperaturwolle, Hochtemperaturwolle und dann eine Weiterverarbeitung. Hab früher mal nach der Schule Buchbinder gelernt. Kann man sich ja heute vorstellen, dass Buchbinder jetzt nicht mehr so gebraucht werden. Bin dann 4 Jahre mit einem 40-Tonner durch die Gegend gefahren und da jetzt gelandet. Nach ein paar Zwischenstopps noch, ja. Arbeitest du Vollzeit, 40 Stunden? Nur noch, wie viele sind das? 32 jetzt die Woche. Seit 2 Monaten. Krass, und du bringst so gut wie jeden Abend 18 Uhr ein Video raus, mehr oder weniger. Jeden. Nicht so gut wie ihn, jeden. Ja. Plus Bonus-Content und das durchgehend, glaube ich, seit 3 oder 4 Jahren ohne Unterbrechung. Schläfst du überhaupt oder? Nein. Es ist inzwischen ein bisschen besser geworden, es war mal weniger. Wie habt ihr beide euch kennengelernt? Ja, das war eigentlich eine lustige, ganz lustige Geschichte. Also, ich war mit einer Freundin in der Altstadt und wir hatten so ein bisschen ein Gebichelt. Also das war, wann war das denn? 2007. Und dann hatte sie gesagt, ja, da läuft der Bro. Und der ist dann wohl vorbeigegangen mit ein paar Freunden. Und dann habe ich einfach gerufen, Bro, ich will ein Kind von dir. Ich kannte ihn überhaupt nicht. Ich wusste auch gar nicht, wer von denen der ist. Und er hat dann nur so, yo, gerufen und ist halt weitergegangen. So, das war jetzt kein richtiges Kennenlernen tatsächlich. Aber ich hatte keine Ahnung, wer das war. Ich habe keine Ahnung, wie ich das dazu gesagt habe. Später im Nachtbus war ich dann auf dem Weg nach Hause mit meiner Freundin, die sich halt total abgeschossen hatte. Die hing dann nur so wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Und dann ist er eingestiegen und hat dann gesagt, ah, was ist denn mit der Anna los? Und dann hat er mich angequatscht. Er wusste aber gar nicht, dass ich diejenige war, die ihm das hinterhergerufen hat. Ja, und dann hat er mich dann am nächsten Tag tatsächlich angeschrieben auf Schüler-VZ war das, glaube ich. Schüler-VZ. Genau. Das ist echt lange her. Und dann, ja, dann haben wir halt hier und da mal telefoniert. Also es hat sich tatsächlich fast direkt zu einer romantischen Beziehung entwickelt. Und jetzt nicht auf einer riesen Freundschaft aufgebaut oder so. Na. Aber ja, die haben wir jetzt. Cool. Das ist cool. Und ich fragen darf, ihr seid ja nur zusammen. Also seid ihr verlobt schon? Oder? Nein, sowas haben wir nicht vor. Wir brauchen nicht zu heiraten. Also das haben wir nicht geplant. Das vor allem nach 13 Jahren wollte ich jetzt auch nicht noch heiraten. Wenn ihr jetzt zurückdenkt, also ohne lange wirklich drüber nachzudenken, außer der Achterbahnwelt, Freizeitparkwelt, was ist eine schöne Erinnerung, die dir auf Anhieb einfällt? Also bei vielen Leuten ist das so, die sind schlecht drauf, dann denken die an eine bestimmte Sache und ihnen geht es wieder besser. Habt ihr sowas? Irgendeine Erinnerung, wo du dran denkst, boah, das war ein cooler Tag gewesen? Was zum Beispiel im Moment ist, den ich ganz toll fand, jetzt in letzter Zeit war, wo wir an der Côte d'Azur waren und da uns dieses Schweinebier da getrunken haben im Auto. Das, also da war halt ein Schwein drauf auf der Dose, keine Ahnung, das war so ein Starkbier, keine Ahnung. Aber dann lagen wir halt im Caddy am Strand und haben einfach des Lebens gefrönt. Neben uns der Luna Park, der noch nicht auf hatte, vor uns die Wellen, die Côte d'Azur, die Sonne, der frische Wind. Und das kalte, das kalte belgische Bier an der Côte d'Azur. Das ist schon schön. Und welche schlechten Erinnerungen, wo ihr dran denkt und dann schlechte Laune kriegt? Die Rechnung von den Autoreparaturen. Ja, das stimmt. Das sind schlimme Erinnerungen. Wenn man mit dem Auto liegen bleibt, das ist einfach Horror. Ja. Seid ihr liegen bleibt im Ausland, oder? Ja. Nee, im Ausland nicht. Toi, toi, toi. Auf dem Weg dahin. Ja.
auf dem Weg in den Urlaub und so, das ist halt für einen Arsch, ne? Also das braucht man nicht. Ja, aber dann improvisierst du halt dann auch. Ja, das aber das sind so, aber so richtig jetzt irgendwelche Traumata oder so, würde ich jetzt nicht sagen, die ich jetzt habe. Du kriegst nur so Flashbacks, wenn du auf der Autobahn bist und der murrt irgendwie der Wagen oder eine Lampe geht an und du hast dann direkt ein Flashback vom letzten Mal, wo dann vorne dir alles um die Ohren geflogen ist. Du siehst aber ein Zeichen, was da verschwinden. Ja, und so, okay, wo können wir jetzt anhalten? Wen rufen wir jetzt gleich an? Wer kann die Karre irgendwie umsehen? Wir brauchen ein Ersatzauto, wir müssen noch dahin den Termin organisieren und dann geht's trotzdem weiter. Naja, klar. Also es ist nur so das Backup im Kopf schon, okay, aber, was? Also ihr habt einen TÜV- und Reparaturtrauma. Ja, wir fahren auch viel. Also dementsprechend toll, läuft ja auch gut und ist es auch wenig dann. Das ist dann halt nur teuer. Was habt ihr eigentlich bei eurem Auto machen lassen? Also es ist ja eigentlich ausgerüstet sozusagen, dass ihr eine Tour quasi, eine kleine Tour mitmachen könntet. Ja, also ihr könnt darin schlafen und so. Ja, ich glaube, das wird so ein bisschen überbewertet. Wir haben eigentlich gar nicht so viel gemacht. Okay. Wir haben die Sitzen rausgenommen. Ja, wir haben Matratze reingeschmissen. Genau. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen ein Video drüber gemacht. Wir nehmen uns halt hinten die Sitze raus und wir haben am Anfang noch so eine, da haben wir uns noch so eine Spanplatte oder so eine Holzplatte, so eine MDF-Platte oder was war, keine Ahnung. Haben wir uns dann so eine Art Aufbau gebaut, einfach nur mit vier so Ikea-Füßen darunter, die wir dann da reinschieben können in den Kofferraum. Und dann hatten wir darunter halt Platz für Gepäck und sowas und obendrauf einfach eine Matratze. Und dann war da noch so ein kleiner Zwischenraum, da haben wir so Schaumstoff, so eine lange Dings reingelegt, Bettzeug rein, Box. Truhe, wollte ich gerade sagen. Das ist ja auch anders. und Gepäck und alles haben wir dann immer da drunter getan. Das machen wir jetzt, im Moment haben wir es nicht mehr gemacht, weil du kannst halt dann, weil du so erhöht mit der Matratze bist, kannst du nicht richtig da drin sitzen. Dann musst du halt immer liegen und du kannst dich da drin nicht anziehen. Dann musst du gucken, wo machst du das, weil das ja auch nicht immer möglich ist, dass da eine Toilette ist oder so. Und deswegen haben wir jetzt diesen Aufbau immer rausgelassen und haben dann einfach das ganze Gepäck immer auf die Matratzen geschmissen. Müssen das dann halt, wenn wir schlafen wollen, irgendwie vorne unterbringen auf dem Fahrer- und Beifahrersitz. Aber viel mehr haben wir dann. Ja, aber du kannst dann halt auch anschließend sitzen und essen, wenn es jetzt draußen regnet zum Beispiel. Ja, dann sitzt du da trocken drin und das ist schon angenehmer. Dann räumen wir lieber einmal vor und zurück. Mhm. Und wir machen es jetzt auch nicht mehr. Wir haben es jetzt noch 2,5 Wochen am Stück in dem Ding zu pennen. Das machen wir jetzt auch nicht mehr. War es in Frankreich oder wo war das? Ja, also wir hatten auf so eine Tour, was ist das, so wie das nochmal hieß von euch. Ja, genau, Tour, was ist das? Ja. Und wir hatten auch gesagt, okay, ab und zu, spontan, nehmen wir dann mal ein Hotel irgendwo. Mhm. Bloß als es dann akut wurde, wo das dann langsam mal nötig gewesen wäre, dann waren wir aber unten an der Küste, wo die ganzen Lunaparks waren, die bis 2 Uhr nachts auffahren. Dann nehme ich mir nach 2 Uhr auch kein Hotel mehr. Vor allem nicht in der Côte d'Azur. Richtig, und dann haben wir das dann gecancelt. Dann kriegst du eh nichts. Ja. Dann haben wir ein Hotel in 2,5 Wochen in Italien noch. Krass. Hat ihr auch ein Festival zu sowas damit schon mal? Nee, ich hasse Festivals. Ich finde Konzerte ja richtig geil. Aber wenn da schon mehr als 3 Bands spielen, dann bist du dann so, boah. Überfordert. Nee, nervt einfach. Das nervt mich doch nicht den ganzen Tag. Nee. Und Festivals finde ich richtig nervig, ey. Was macht eine gute Achterbahn aus? Es ist schwer. Weil es halt sehr viele unterschiedliche Typen gibt und die sich alle sehr anders fahren. Aber was würdest du als Konsens nehmen, zum Zusammenfassend, wenn du eine Achterbahn schon anguckst und denkst, okay, die Fahrt wird geil, oder du guckst die Achterbahn und du hast ja schon ein bisschen Ahnung und denkst, okay, die Fahrt wird wahrscheinlich kacke. Wo andere Leute, die keine Profis sind, nicht diesen Blick haben. Halt. Das kannst du mit dem Blick gar nicht so richtig. Es gibt so Sachen, da denkst du, das könnte so und so sein und dann überrascht die Bahn nicht mega, weil es sich dann doch ganz anders fährt oder es liegt an der Sitzposition noch. Aber was eine gute Fahrt ausmacht, ist halt, es darf nicht langweilig werden. Normalerweise, grundlegend muss es eine flüssige Fahrt sein. Also muss dieses ganze Erlebnis so eine runde Sache sein und nicht dieses Stop and Go. Es gibt aber Ausnahmen, sowas wie Expedition Everest. Die Bahn bleibt ja mehrfach stehen unterwegs, was ja eigentlich blöd ist, weil das diesen ganzen Flow ja unterbricht und irgendwie so abrupt dann. Aber da passt es, weil dann wieder Story erzählt wird, Sachen gezeigt werden. Aber es muss, glaube ich, eine runde Sache sein, die nicht so abgehackt ist. Was ja bei B&M-Bahn voll oft ist, dass du dann krank oben in diese Blockbremse rein und dann tingelst du da erstmal nach oben. Und dann geht es wieder weiter. Also das mag ich halt gar nicht. Also für mich ist es auf jeden Fall eine gute Bahn, wenn ich einen Lachanfall habe. Also dann weiß ich dann, weil zum Beispiel bei Joris in Drag, da muss ich immer lachen, weil du wirst da so hin und her geschubst in der Bahn und sowas macht einfach total Spaß. Ja, voll, das darf also darf aber nicht wehtun, also nicht zu viel.
Die Interaktion ist ja dann auch mit den anderen Fahrgästen, weil das ja ein Dueling Coaster ist, ist die Interaktion ja auch wieder geil. Und was ich halt auch cool finde, wenn der Bahn die Möglichkeit hast, dass du nicht so wie bei Schulterbügeln oder auch manchen anderen Bahnen mit großen, dicken Zügen, dass du eben die Möglichkeit hast, mit deinen Leuten, mit denen du da bist, auch zu interagieren, während der Fahrt so ein bisschen, sich mal umzudrehen und zu gucken, wie sehen die denn aus und sowas finde ich dann auch cool. Aber das ist natürlich kein Kriterium für eine gute Bahn, aber wenn sowas ist, kann es schon auf jeden Fall gut werden. Was für Achterbahntypen bevorzugt ihr? Also, ob jetzt Holz, Stahl, hängend, liegend. Also ich habe mal überlegt, so was für Bahnen ich denn allgemein so cool finde. Es gibt ja einfach, ich kann keinen Favoriten. Ich habe noch nicht mal geschafft, 100 Bahnen irgendwie zusammenzukriegen, die ich gut finde. Aber viel, was dabei ist, sind dann Holzachterbahnen. Mhm. Oder mit hohem Holzanteil, sagen wir es mal so. Hybrid. Ja. Und dann Sit-Down-Coaster mit Lap-Bars, jeglicher Couleur. Keine Inverted-Coaster, wo du drunter hängst, weil du siehst einfach nichts. Mhm. Fliegen und sowas ist halt auch, boah, alles was Schulterbügel hat, mag ich nicht. Das engt sich ein, also ich will dann schon nicht so freie Fahrgefühl haben. Gibt es irgendwelche Achterbahn-Elemente? Du siehst die Achterbahn, du wirst sie gerade haben, aber denkst du so, oh fuck, dieses Element ist, das hasse ich. Es gibt ja schon Achterbahn, die ich grundlegend hasse. Wenn ich schon SLC sehe, boah. Ja, okay. Sag doch mal, das eine Element, was im Flying Coaster immer drin ist. Was nicht drin sein sollte bei... Weißt du? Ja, genau. Mir ist das gerade nicht eingefallen. Ich war die ganze Zeit bei Batwing, aber das ist was anderes. Ja, Prezi-Loop. Prezi-Loop. Ja, was ist ein Prezi-Loop? Also es geht ja darum, das ist eine Fliegeachterbahn. Das heißt, man hängt zwar unter der Schiene, aber mit dem Rücken quasi an der Schiene. Und der Prezi-Loop hat erstmal das Schöne, man kommt so an, geht so nach oben, das ist so, da ist dieses Fliegegefühl, weil du liegst ja auf dem Bauch quasi und fliegst so und hast Airtime, also hast du diese Schwerelosigkeit und dann dreht er in einen Looping und wenn du ins Tal kommst, dann zerdrückt dich diese Bahn einfach mit den Gehkräften und dann geht es halt auf der anderen Seite wieder raus und es heißt halt Brezel-Loop, weil dieses Element, wenn man es von außen betrachtet, aussieht wie eine Brezel. Magst du Brezen, aber das ist vom Fahren ist es so unangenehm und je mehr Körpermasse man natürlich noch mitbringt, desto schlimmer wird es. Und wenn du dann da unten 5G hast und das 5-fache des eigenen Körpergewichts, ist dann irgendwann nicht mehr feierlich. Ich mag zum Beispiel gar keine Stand-Up-Kurse, also das sind Bahnen, wo du halt drin stehst quasi. Also du bist die sind so nutzlos. Auf so einer Art Fahrradsattel hockst du und stehst du, damit du nicht da unten wegknickst. Und du hast ja auch einen Boden und da stehst du drauf und hast dann so einen Bügel von oben, die dich dann eben da... Oder gibt es natürlich auch noch den Trick, dieser Fahrradsattel wird ja arretiert, aber wenn du, bevor der arretiert wirst, ein bisschen in die Hocke gehst und dann wird er arretiert und dann stellst du dich wieder normal hin, dann hast du mehr Freiheit. Machen Sie dies nicht so. Sowas mag ich zum Beispiel nicht, weil ich mag das nicht, wenn so auf die Unterbeine, so auf also Unterschenkel, so, da wirkt ja extremer Druck drauf durch die Gehkräfte. Und bei diesen Bahnen, das finde ich unangenehm. Mag ich nicht. Ja. Mag ich natürlich, aber will ich jetzt nicht sagen. Will ich bei keinem sagen, dass der toll war. Welchen Achterbahnhersteller feiert ihr am meisten? Wir feiern viele, aber okay, krass. Aber die revolutionärsten und coolsten und experimentierfreudigsten sind die Leute bei Intermin. Mhm. Ja, definitiv. So, ja, also die sind halt alle geisteskrank da. Mhm. Und da sitzen halt auch wirklich coole Leute, so, die wir inzwischen auch schon kennengelernt haben. Und die trauen sich halt auch neue Sachen. Mhm. Ich zum Beispiel auch noch gerne mag Zira. Also ich finde, die machen super qualitativ hochwertige Achterbahnen. Absolut. Die sind natürlich jetzt meistens keine riesen Thrill-Dinger. Aber die haben natürlich auch größere gemacht, die wirklich super sind. Und wenn du so eine Marienkäfer-Achterbahn von Zira hast, dann hast du die 50 Jahre und dann ist halt so. Dann machst du oder auch bei den Kettenkarussells. Also das ist einfach Qualität. Deutsche Qualität. Dementsprechend ist halt Mackwright genauso gut und Vekoma ist auch richtig gut. Also die bauen alle geile Sachen. Aber die haben ja auch, was du gerade gesagt hast, Verbolten in Busch ganz Williamsburg. So eine coole Bahn einfach, wo du halt nicht glaubst, dass die von Zira ist. Ja. Und was sie sonst noch so alles machen. Wir haben ja, durften das Werk uns ja auch mal angucken von Zira. Das war halt auch so krass. Was macht ihr alles hier? Ja. Wie wichtig ist euch bei einer Achterbahn die Thematisierung? Es kommt auch wieder ganz auf die Achterbahn an. Wenn du halt
eine nichtssagende Achterbahn an sich hast, dann brauchst du halt Thematisierung, um das zu kaschieren. Oder auch eben das Beispiel mit Expedition Everest. Wenn das jetzt nur so da stehen würde, wäre es halt Quatsch. Na. Und es gibt aber auch Bahnen, die sehen, Achterbahnen sehen ja auch so ästhetisch aus. Mhm. Wenn du so eine Holzachterbahn nimmst, da brauchst du keine Thematisierung, weil die ist einfach schön. Mhm. Also für uns. Also was halt bei Bahnen, auch so wenn du so große USA-Hyper-Dinger hast, Giga, Mega, wie sie alle heißen, da, die stehen da und sind halt sexy. Ne? Die B&M-Dinger sehen einfach gut aus. Was dann irgendwie cool ist, wenn die Station und die Queue-Line, also die Anstellschlange, thematisiert sind. Was sie halt nicht hinkriegen. Wo du dich halt am meisten aufhältst, weil während der Fahrt kriegst du eh nicht viel mit, sind wir mal ehrlich. Ne? Und bei einem Free-to-Five, die Bahn sieht so, sieht die schon richtig geil aus. Mhm. Und ich muss jetzt nicht auf 100 Meter Höhe irgendwelche Deko noch dahin bauen. Nee. Mhm. Natürlich ist eine Bahn, wenn es dann 100 Meter, 80 Meter, 60 Meter Berg gibt, wo die drüber und drunter fährt, auch geil, aber wird da halt ziemlich dämlich aussehen. Ja. Und dann hat das der Cedar Fair so gemacht, dass sie bei all ihren neuen Bahnen, neuen Parks das Konzept hatten, die Bahn muss über den Eingang. Und dann ist Fury 3-5 ist am Ende des Parks, fährt aber ganz vorne über und unter dem Eingang hin und her, was dann auch nochmal ein geiler Effekt ist. Das heißt, einmal die Bahn über den Eingang und die Rücktour ist ja unter dem Eingang durch so einen Lichttunnel. Und da war ja auch einer der epischsten Momente, die wir hatten. Nach dem Parkbesuch, wir sind die Bahn vorher zweimal im Dunkeln erste Reihe gefahren. Es hat schon gewittert, aber nur mit Blitzen, was schon mit 100 Metern Höhe ziemlich geil kam. Und dann stehen wir auf dem Parkplatz, ich drehe mich nochmal um, ich mache nochmal einen Shot mit der Kamera, weil die Bahn noch über den Eingang fährt. Und bei der Rücktour kommen zwei so richtig fette Blitze genau hinter dem Zug und ich habe es halt komplett drauf und dann stehst du auf dem Papp und so, alles klar, ich kann dem Schöpfer gegenübertreten, ich habe alles erlebt, was man erleben muss. Okay. Wo ja auch alle gesagt haben, so, was war denn das Highlight auf dieser Ostküstentour? Ja, ey, jeden Tag gab es irgendein Highlight und die Tour war ja auch übertrieben. Big Thunder Mountain bei Disney, so, das lebt ja davon, dass du über die Berge da fährst. Es werden Bahnen gebaut dafür, dass es auch schön aussieht und es werden Bahnen gebaut, dass es sich gut fährt und dass die Fahrt spektakulär ist. Mm. Und dann werden einfach so Bahnen gebaut. Das gibt's natürlich. Ja. Es gibt ja viele Themenbereiche und oft wiederholen sich manche Themenbereiche, zum Beispiel Western-Themenbereiche. Voll geil. Ja, ich fand es auch, aber viele Leute sagen so, boah, nee, schon wieder Western. Gibt es irgendwelche Themenbereiche, wo ihr schon sagt, so, oh, nee, kacke. Und welche, die ihr feiert, wo ihr reingegangen seid und einen neuen Themenbereich, wo ihr gedacht habt, das ist eine geile Idee, der Themenbereich ist gut. Was könnt ihr nicht mehr sehen und was findet ihr geil? Es gibt natürlich manche Themen, die sind halt dankbar. Ne? Also Western ist eigentlich total einfach. Also beim Western, ich finde Western-Bereiche richtig cool. Ich bin aber immer wieder enttäuscht, wie schlecht das umgesetzt wird oder wie wenig draus gemacht wird. Weil das ist so ein einfaches Thema. Das ist ich glaube, es ist halt auch popkulturell bei uns ja so verankert. In Freizeitparks gibt es Western-Bereiche. und das hat so ausgesehen. Und das ist total normal, dass da ein Baumstämme den Wasserkanal runterfahren und dass da ein Minenzug macht, was er will. Aber das wird halt zu wenig. Es gibt ja so viele andere Sachen, die man noch machen kann. Und tja, was haben wir denn für einen Themenbereich gesehen, der so richtig cool ist? Was anderes? Boah. Es gibt ja immer nur dasselbe, ne? Space. Es ist jetzt aus dem FF ist halt immer schwierig. Holiday World hat zum Beispiel die Themenbereiche nach den amerikanischen Feiertagen aufgeteilt. Es gibt einen Halloween-Bereich, es gibt einen Weihnachtsbereich, es gibt einen 4. Juli-Bereich. Das ist natürlich auch wieder cool und anders, aber es ist jetzt auch nicht so rausgetragen, wie es sonst bei uns hier in Europa in Themenbereichen ist. Also ja, also sagen wir mal, Rockburg und auch Klugheim sind natürlich Themenbereiche, die eigentlich einmalig sind und das ist natürlich was Spezielles. Also das habe ich jetzt so noch nicht gesehen in der Art. Wie würde dein Traum-Freizeitpark aussehen, wenn du jetzt sagen würdest, ich würde jetzt einen Freizeitpark gestalten, aufmachen und es würde jetzt auch nicht ums Geld gehen, es wird einfach nur darum gehen, okay, was für eine Thematisierung würde ich machen, was für Coaster würde ich da reinstellen, was wäre so ein Traumding? Es gibt super viele Sachen, wenn man im Park ist. Ich glaube, der Standardsatz ist, wenn wir unterwegs sind, also mal Freizeitpark, dann wäre das so und so. Was es aber irgendwie, glaube ich, nicht als Themenbereich gibt, was ich als Themenbereich hätte, ich weiß nicht, wie ich ihn genau nennen würde im Action-Town-Land, aber Big City Life quasi, so eine Großstadt-Thematisierung, das macht ja keiner, weil die wollen doch alle raus aus der Stadt, aber da gibt es eine Intermin Duelling Lounge Coaster, zwei Seiten, ein Racecar
ein Polizeiauto, die duellieren, die verschiedene Strecken fahren, durch so Häuserschluchten durch, mit Verstecken in Garagen und die Cops wieder abgehängt und schneller und langsamer werden. Sowas zum Beispiel, jetzt, um das ganz kurz runterzubrechen. Es gibt aber auch einen Waschsalon, gibt es ja in so einer Großstadt. Dieser Waschsalon hat eine Waschmaschine, was mehrere, aber es gibt eine Waschmaschine, weil so ein bisschen Kinderspielplatzmäßig und Kinder klettern da rein. Dahinter ist noch mehr Kinderspielplatz und da drin ist eine SBR Visa Achterbahn versteckt, so ein Spinning Coaster. Der wird nicht gelistet, der kommt nicht auf den Parkplan und ist so ein Easter Egg in diesem Park. Es gibt natürlich, in der City gibt es einen Club und in diesem Club ist ein Breakdance und da läuft da nur richtige Breakdance-Musik. Es gibt aber auch einen Club, da ist ein Autoscooter drin und da läuft Clubmusik. Bam, das ist so genial. Hat was, ne? Was ist Kaufen? Ja, Achterbahn. Blödsinn. Das ist absoluter Blödsinn, den ich intensiv betreibe. Also es gibt auf der Welt viele tausende Achterbahnen. Und wenn man schon ein paar Bahnen gefahren ist, denkt man irgendwann, wie viele bin ich denn gefahren? Dann zähle ich das. Einfach mal zusammen. Und dann merkt man so, boah, ist ja ganz schön viel. Also eine runde Zahl wäre ja lustiger, wenn ich dort die fahre. Und Counten ist halt dann, man zählt jede einzelne Bahn, die man gefahren ist, also nicht jede Fahrt, da gibt es auch Leute, die das auch machen, aber jede einzelne Bahn, die man gefahren ist, individuelle Achterbahn, auch wenn es baugleiche sind, aber es ist nochmal eine neue Bahn, die, wenn man die gefahren ist, countet man die, zählt die, macht sich dann ein Häkchen, trägt die sich ein und das ist, kann man auf dem Zettel machen, kannst du dir merken, oder es gibt halt auch die Seite coastercount.de, kommen, ich weiß nicht, die Seite Coaster Count im Internet und da kann man die Sachen dann auch eintragen, die listen quasi alle Bahnen auf der Welt, auch reisende Achterbahnen und dann kann man sich da sein Häkchen setzen, wenn man die Bahn gefahren ist. Ja, wie hoch ist euer Count? Wie viele Länder habt ihr besucht? Boah, das weiß ich nicht auswendig. Okay. Ich müsste gucken. Ja, ich habe bei dir auf jeden Fall die 1000 schon gesehen, dass du die 1000 in der Hand hattest. Ich glaube 1046 oder so sind krass. Bahnen in... Wie viele Länder? Krass, das ist krass. Auf jeden Fall... Europa, Asien, Amerika, also Nordamerika. Ja. Also fehlt euch nur noch Afrika, Südamerika und Australien. Ja, ja. Nicht schlecht. Alaska, aber da kann man nichts kaufen. Ja. Alaska gehört zu Amerika, USA, ist ja USA. Stimmt. Achterbahn Nummer 1000 für mich. Also alles mit Grauzonen und allem Pipapo und Quatsch dabei. Ist das jetzt der 1000. Count? Und ja, Infernal Turbogang gegenüber habe ich schon. Sonst hätte ich natürlich lieber für die 1000 genommen und keinen Wurm. Wobei ein Wurm auch viel cooler ist. Wollen Sie hier von innen bemalt? Wie geil! Macht es Spaß, einen Kiddy-Coaster zu fahren wegen dem Count? Jein. Nimm mal das Beispiel, du hast mal ein Video gepostet, das feiere ich immer irgendwie. Das haben schon ein paar Kollegen gezeigt, die auch keine Achterbahn-Freaks sind, weil die es einfach feiern, dieses Video. Das ist, wo du auf so ein Tivoli gedünst drauf bist von Zira und dieser, hier, der Operator, baggert da oben eine Frau an und lässt sich die ganze Zeit durchfahren. Du bist, glaube ich, 20 Runden mit dem Ding gefahren, dann hast du keinen Bock mehr gehabt. So, es gibt es auch öfter mal. Aber, in Bahnen sich reinfummeln, die halt wirklich nur für Kinder gedacht sind, aber dann trotzdem die Betreiber netterweise fahren lassen, wenn du lieb gefragt hast und dann merkst, okay, ich muss irgendwie meine Beine hier reinkriegen und dann den Rest auch noch. Sowas ist halt immer lustig, aber die Fahrt ist dann meistens halt nicht spaßig. Nee, das ist zu blöd. Ich hoffe, ich nicht an Rückenschmerzen. So. Also auch, kann, ich habe mal geguckt, ich glaube, ich bin jetzt... Tivolis, ja, die sind ja lustig. In Dänemark gab es zum Beispiel einen in Backen, wo der noch so eine Pause auf dem Lift-Film gemacht hat. Ja, Winkepause. Winkepause. Ohne Scheiß. Der Bügel hat sich einfach meinen Rücken reingebohrt. Ich hatte voll die Schmerzen, die so, Winke, Winke, Pause. Ich denke, fahr weiter. Winke, Winke, Pause. Ich liege jetzt auf dem Scheiß. Ja, gut, das ist halt schon sehr hart, die Rückenlehne. Ne? Ja. Also, und zu niedrig, dieser Ja, niedrig. Genau. In Cedar Point steht ja die allererste Achterbahn von Intermin. Ist eine Kinderbahn und in den USA ist das super auf den Parks. Du darfst Kinderbahn nur als Kind fahren oder wenn du ein Kind begleitest. Ja. Ich habe kein Kind. Ich wollte auch nicht nach dem Kind fragen, aber es gab damals noch den Trick. Easter Egg oder wie auch immer man das nennen möchte, wenn du in das Parkmuseum gegangen bist und dem Mitarbeiter im Parkmuseum erklärt hast, hör mal, ich bin ein bisschen doof im Kopf, ich counte, ich möchte aber die Bahn fahren, ich habe aber kein Kind. Dann hat man einen Darfschein bekommen mit Datum und Unterschrift von ihm. Krass. Und dann konntest du mit diesem Zettel dann zu der Operatorin gehen und sagen, hallo, ich habe hier so einen Zettel. Und dann durfte ich fahren, dann durfte ich dann da rein und dann war auch wieder das Ding, so Kinderbahn und dann mit einem Gurt und Bügel.
der Gott muss so. Ja. Glück gehabt. Runde gefahren und das Ding hat halt alles abgeschnürt. Und dann dachte ich, wollt ihr nochmal? Und vorne Kids alle, und ich hinten, nein. Und die, ach, wollen sie auch schon? Oh, nein, fahr weiter, jetzt diskutieren nicht. Aber wenn ich habe geguckt, letztens, ich bin über 50 Wacky Worms gefahren. Da ist dann halt auch irgendwann, das ist ja dann schon fast Arbeit. Da sitzt du halt drin und sitzt deine Zeit ab und denkst, warum denn noch eine Runde? Und du sprichst vorher mit den Operator, du bist der einzige Fahrgast, der einzige. Sagst, ey, das ist meistens dann natürlich im Ausland. Ich möchte nur eine Runde fahren. Ich habe voll bezahlt, ich möchte aber nur eine Runde fahren. Das reicht. Ja, ja. Und tschüss. Und dann drehst du eine Runde nach der anderen. Also wenn man dafür bezahlen muss, dann bleibe ich grundsätzlich auch draußen. Also ich konnte die nicht, weil das ist mir das Geld echt nicht wert. Kann ich verstehen. Und wenn es jetzt in einem Park ist oder so, dann steige ich meistens mit ein. Ja. Also das sind jetzt 0 Minuten, dann geh da mal rein. Dann setze ich mich auf die Bank. Was war euer erste Achterbahntour? So richtige. Ja, was definiert man halt als richtige, ne? Das ist. Ja. Also die erste große offizielle Tour hatten wir, glaube ich, 2016 mit Onride gemacht. Ja, würde ich auch sagen. Das würde ich als richtige Tour bezeichnen. Ich sag mal so, die erste Tour, wo ihr euch zu Hause schon vorher gedacht habt, okay, diese Tour mache ich weniger wegen Städten, sondern wegen Achterbahn. Boah, Belgien-Ostende, das Wochenende, das waren halt auch nur 3 Tage, aber es ist halt für mich keine Tour. Das war das erste Mal, dass wir gesagt haben, wir fahren weg, wir buchen ein Hotel und wir überlegen, wann wir wohin fahren und welchen Park wir besuchen. Machen wir eine Woche Minimum, sagen wir mal. Dann, das kriege ich nicht zusammen, wann das mal... Dann ist auf Skandinavien. Das waren 10 Tage da, ja. Ja, wir mit Onride die Tour, da wo wir in... Eine Woche ist halt auch keine Tour, ne? Ja. Also schon, aber das verbuche ich halt irgendwie nicht so darunter. Ja, doch. Ja, schon, aber ich habe da nichts... Wo ich sagen würde, da haben wir eine. Also, Belgien war das erste Mal, dass wir mit Kamera und allem drum dann gesagt haben, wir machen jetzt nur für Parks, fahren wir dahin. Richtig. Also, was würdest du für Anfängertipps geben? Also richtig planen, weiß ich nicht. Ich kann halt sagen, wie wir es machen. Ja, ob das so richtig ist, muss halt jeder für sich selber. Ihr habt jetzt zum Beispiel auch Interviews zum Beispiel. In Amerika hattet ihr, glaube ich, das Dollywood gewesen, wo ihr mit den Inhabern und so gesprochen habt und so. Wir hatten das in Kennywood, in Holiday World und in K-Nobles hatten wir Interviews. Mhm. Also bei so einer Tour. Also man hat erstmal eine grobe Idee, was für Parks man besuchen möchte. Am Anfang ist die Auswahl noch sehr groß, deswegen ist die Tour etwas ausgeartet. Und dann macht man sich erstmal so eine kleine Liste, die Parks hätte ich gerne. Okay, was für Bundesstaaten sind das? Wo liegen die in dem Land überhaupt? Die USA sind größer als man meint, vor allem wenn man dann anfängt eine Tour zu planen. Wenn man das grob hat und einen groben Zeitraum, in dem das stattfinden soll, in dem man seinen Urlaub geplant hat mit der Arbeit, gucken wir als erstes nach Flügen. Und dann, wenn wir den Flug gebucht haben, weil darauf baust du bei so einer Tour halt alles auf. Und dann buchen wir das erste Hotel, buchen wir dann auch ja schon, weil das beim Flug, glaube ich, mit angeben muss. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie das war, das ist mit den USA, ja, den Einreisebestimmungen. Ja, ja. Auf jeden Fall hast du ja dann den Startpunkt, ist der Zielflug, also der Landeflughafen, wo es losgeht. Und von da aus baut man sich dann aus den Parks, die man sich ausgesucht hat, grob die Tour und dann geht's da rein, die Öffnungszeiten zu checken und dann fängst du wieder von vorne an. Wie viel Zeit ist ein Anspruch, so eine große Tour? Mehrere Tage. Ja, ja. Mehrere Abende, wo wir dann mehrere Stunden hier sitzen. In den USA, viele machen das ja, die buchen kein, also das erste Hotel, was du buchen musst und dann machen sie es spontan.
ist nicht so unser Ding. Nee, das ist, ich möchte dann wissen, wo ich schlafe. Mhm. Ja. Dass ich irgendwo schlafen kann. Vor allem, wir kennen es halt auch von Bekannten, dass die dann da gestanden haben und alles im Umkreis von mehreren Kilometern war ausgebucht. Mhm. Weil dann irgendein, keine Ahnung, was für eine Veranstaltung war und dann in der ganzen Gegend alle Hotels voll waren. Und dann bucht man halt, also guckt sich dann an, wie fahren wir. Dann haben wir danach die Hotels gebucht, entweder so in der Mitte oder am nächsten Zielort, je nachdem, wie viel Strecke das war. Auf der großen Tour waren es halt meistens irgendwie zwischen 5 und 6 Stunden zum nächsten Park. Dann haben wir Jahreskarten, haben wir geguckt, was für Jahreskarten gibt es, weil es gibt halt die zwei großen Ketten in den USA. Wenn du die beiden Jahreskarten hast, hast du schon mal viel abgedeckt. Was gibt es sonst für Möglichkeiten mit Karten? Kriegt man da irgendwelche Goodies, kriegt man da einen Eintritt in dem Park frei oder in dem Park? Ja, oder müssen wir in dem Park vorher Online-Tickets buchen? Oder bei Holiday World wussten wir, da gibt es dann vor Ort, sollte man vielleicht bei den Fastfood-Ketten mal gucken, da gibt es immer Coupons und ja, dann baut man sowas ein bisschen auf. Je nachdem gucken wir dann, ob wir dann noch Parks anschreiben, ob wir irgendeine Möglichkeit haben für Interviewtermine. Oder wie es mit On-Ride-Videos aussieht, genau, die meistens dann gar nicht gehen. Und bei manchen geht es dann oder Ausnahmen. Müssen wir auch noch genug eintragen. Da müssen wir aber schon wissen, welches Datum wir bekommen, damit wir denen das verbindlich dann auch sagen können. Und dann machen wir halt noch eine Liste, wo halt draufsteht, welche Achterbahnen wo stehen, wie viele, damit wir keine verpassen. Und je nach. Und dann hast du auch noch ein bisschen immer so einen Plan B dabei, wenn wir da zu schnell durch sind oder wenn das ausfällt. Was können wir dann noch fahren und was können wir dann noch hin? Und vor Ort bist du auch noch improvisieren. Mhm. Ja. Und Städte interessieren euch gar nicht, zum Beispiel, wo wir in Dänemark waren. Klar, uns hat Kopenhagen interessiert. Ja, aber Kopenhagen sehe ich ja, wenn ich die beiden Parks da besuche. Das stimmt, klar. Dass man halt Städte einplant und halt auch Parks. Ihr macht eigentlich nur Parks, richtig? Ja, also, eigentlich schon. Also euch ist egal, ob der jetzt New York oder der Grand Canyon steht, sozusagen. Ja. Ja, ich fahre ja nicht in Urlaub, um Touristen zu gucken. Nee, aber vielleicht willst du das ja live sehen. Das kann ja trotzdem sein. Ja, also ich fahre halt schon gerne mal an so Sachen vorbei. Ja. Das reicht mir. Mhm. Also am Burj Khalifa sind wir vorbei, hier an diesem Taipei Tower da. 101 Tower in Taipei, den haben wir von der Brücke so ein bisschen im Smog. Ist der das? Das ist der, ne? Jetzt haben wir ihn gesehen, komm mal abhaken. So. Ja, sowas, also. Burj Khalifa haben wir geparkt, da haben wir gesagt, wir parken, das ist direkt zum Parkhaus mit dran, in der Mall war eine Achterbahn. Wir parken oben auf dem obersten Parkdeck, weil da gucken wir direkt drauf. Mhm. Und dann sind wir noch eine halbe Stunde zu einer anderen Mall gefahren, wo noch eine Achterbahn drin stand, auch oben geparkt, vom Parkdeck aus kannst du nochmal vom Weiten sehen im Dunkeln. So, haben wir abgehakt. Ja, in Las Vegas waren wir natürlich, da haben wir ja, müssen wir auch die Bahnen fahren, die in Las Vegas sind, deswegen haben wir Las Vegas gesehen. Und auch New York haben wir gesehen. Ja, da hatten wir noch Zeit bis zum Big Apple. Also wir sind in New York gestartet, da sind wir direkt zum Coney Island, von da aus weiter. Aber auch das hat sich extrem hart angehört, also ich habe das Video gesehen und habe ich gedacht, okay, kann das so sein? Was? Fast. Weil ich wusste ungefähr, New York sind 6 Stunden Zeitverschiebung. Du bist, ich glaube, 8 Stunden im Flieger. Ja, ungefähr. Ja. Also, wenn ich 8 Stunden im Flieger bin, okay, ich bin noch Raucher, das kommt auch dazu. Aber ich würde auf jeden Fall ankommen und ich wäre auf jeden Fall fertig mit der Welt. Und normalerweise, immer wenn ich irgendwo hinfliege, das erste, was ich mache, ist Hotel. Dahin fahren, okay, ich kann nicht schlafen, dann müssen wir die Koffer jetzt ins Hotel bringen und den ersten Abend chillen, vielleicht noch irgendwas was essen und am zweiten dann richtig loslegen. Und ich höre so, ja, wir sind aus dem Flugzeug ausgestiegen, dann direkt Mietwagen, dann direkt hier Coney Island und danach habe ich gedacht, okay, danach gehen die wahrscheinlich pennen, oder? Ja, danach sind wir noch so 300 Meilen gefahren, weil ich denke, weil wir mussten ja weiter, das geht ja nichts. Das ist krass. Ja, aber das ist wieder ein Tag, der uns fehlt und wir haben ja schon Parks auf der Tour gestrichen, weil die halt dann zu ab waren und aber wir wollten nicht noch mehr streichen, also man musste in so einem aufpassen. Und wir haben unseren Endgegner, haben wir bis jetzt gefunden mit Hongkong, 13 Stunden Flug. Vom Flughafen ist Disneyland. Boah. Wir haben einen Wecker gestellt, nachdem wir bei The Small World beide in der Fahrt eingeschlafen sind, haben wir uns morgens The Small World auf der Bank gesetzt mit Wecker und haben eine halbe Stunde auf der Bank da gepennt. Weil es war halt auch nichts los, wir haben alles in Ruhe geschafft, aber wir waren so fertig. Und dann, okay, das war auch eigentlich gelogen, okay, wir müssen noch in das 4D-Kino. Wir wollten beide da nur rein, um weiter zu pennen und haben gesetzt. Und dann auf einmal so, die einzigen noch gesessen haben und nur weil die Leute über uns rübergeklettert sind, wach geworden und dann, okay, der Film ist vorbei, wir gehen wieder raus. Das würde ich dann so denken, so, okay, die haben jetzt 50 Euro Eintritt gezahlt und pennen. Ja, ja, aber wir hatten halt das Glück, dass echt nichts los war, wir hatten null Wartezeit überall, deswegen konnte man das mal machen. Aber ja, also Städte, weiß ich nicht, also... Wir haben Washington D.C., haben wir eine halbe Stunde eine Parkuhr gezogen, um uns das Weiße Haus kurz anzugucken. Ja, stimmt.
Das haben wir dann nur kurz gemacht. Einmal vom Zaun stand, jo, sieht aus wie im Fernsehen, sieht aus wie auf Fotos. Haben wir auch ein Foto gemacht, ja toll. Wir sind dann jetzt, weiter. Wir gucken uns das Land natürlich an, indem wir in kleine Ecken in Freizeitparks fahren. Ne? Mhm. Und da erfahren wir natürlich viel mehr über die Kulturen, als ja. in den Städten, wo halt die Touristen abhängen und wo halt auch überall nur die Leute abhängen, die einem das Geld aus der Tasche ziehen mhm. wollen. Als wir in Taiwan waren, haben wir halt auch null Touristen gesehen. Und auf dem Rückflug kriegst du so Gespräche mit von Leuten, die auch in Taiwan waren. Die haben nur von anderen Touristen gesprochen. Und wir waren halt in den Ecken, wo keine Touris rumlaufen, nur Locals. Na. Kann zwar auch keiner Englisch, aber das ist spannend. Ja, musst du dann irgendwie gucken, wie du fährst. Aber dann bist du halt wirklich da, wo die Leute auch wirklich leben und siehst wirklich das Land und nicht das, was dir verkauft werden soll. Ist das schwer zu konnten, wenn man die Sprache nicht kann? Also nein. Also ich kann gut, also fließend, händisch und füßig. Mhm. Und oder guck mal, als wir auch in Kenobles waren, das ist eine Ecke in den USA, da treibt sich halt kein Tourist rum oder Kirovins, wo dann morgens beim Frühstück die Bedienung sagt, wir Touristen, was macht ihr hier, sind keine Touristen, es gibt ja keine Touristen, wozu kommt ihr hier hin nach South Carolina oder North Carolina, ich weiß nicht, wo wir gerade waren, weil der Park liegt genau auf der Staatengrenze. Du gehst in North Carolina rein und die nächste Bahn steht in South Carolina und Freeway 345 fährt auch über die Staatengrenze mehrfach. Und dann sitzt du da, ja, wir wollen hier Kamerons besuchen. Ja, dafür kommt ihr hin? Ja, wir sind nur für Achterbahnen in Amerika gerade. Ihr seid verrückt! Welche Tour hat euch am meisten Bock gemacht? Also wenn du jetzt zurückdenkst, welche Tour denkst du so, was war die geilste Tour, die wir hatten? Also Ostküste USA sowie Taiwan, die halten sich beide die Waage, glaube ich. Und für so Leute, die zum ersten Mal eine Tour machen, was für eine Tour würdest du für... Ja, das ist Anfänger, aber für die erste Tour empfehlen, dass du sagst, dass so eine Tour, die vielleicht nicht übertrieben teuer ist, aber wo wirklich gute Parks drin sind. Also welches Gebiet auf der Erde würdest du empfehlen, flieg da mal hin und bleib da mal 2 Wochen. Außer Florida, weil die meisten werden wahrscheinlich als allererstes auf Florida kommen. Es kam mir auch als erstes in den Kopf, aber es ist halt auch nicht günstig und es ist halt auch keine Tour. Du hast alles in einer Stadt quasi, das alles ist alles auf einem Fleck. Das ist halt super individuell, was willst du sehen? Was für Bahn willst du fahren? Was für ein Typ bist du? Magst du auch kleine Parks oder müssen es immer die Major Parks sein? Das ist, das ist ganz, ganz schwierig. Ja, du kannst natürlich Holland und Belgien machen. Kannst du machen. Toverland, Efteling, Walibi Holland. Also vielleicht fängst du auch im Walibi Holland an und dann fährst du runter nach Efteling, dann zum Toverland, zum Bobbejaanland und dann Walibi Belgien, Plopsaland de Panne, Belverde und dann bist du noch an der Nordsee gerade dann, kannst du ein bisschen chillen. Und auf dem Rückweg machst du einen Schlenker nach Frankreich, machst du so Denlis Park und Park Bocasse, Bagatelle. Und auf dem Rückweg nach Deutschland hoch fährst du noch am Plopsa Co. vorbei und machst noch Moviepark und Phantasialand. Würde ich dir eigentlich empfehlen, auch Touren zu machen. Es gibt zum Beispiel bei Costa Friends, weiß ich das, bei OnRide bestimmt auch. Weil bei Costa Friends habe ich ja schon mal nachgeguckt. Es gibt ja schon so vororganisierte Touren. Naja. Sind die empfehlenswert? Also zum Beispiel so, ich glaube für 1000 Euro Amerika, 2 Wochen irgendwie, habe ich mal gesehen. Also sowas. Bei Costa Friends gehören wir uns jetzt nicht aus, aber bei OnRide oder beim FKF, die bieten sowas ja auch an. Und da waren wir auch schon mit dabei 2 Mal. Einmal USA und einmal Skandinavien. Und ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Also auch wenn du alleine bist und jetzt keinen hast, mit dem du eben sowas machen kannst, ist es genau das Richtige. Ja. Weil natürlich kennen sich Leute da in dem Verein untereinander. Du findest halt schnell Anschluss. Du findest schnell Anschluss und die erste Tour, die wir gemacht hatten, war halt mit OnRide nach Skandinavien, da kannten wir fast niemanden, bis auf 3 Leute im Bus. Ja. Das war auch kein Problem. Und dann 2018 waren wir im FKF in Kalifornien. Und da kannten wir dann schon mehr Leute, aber da waren auch super viele bei, die auch niemanden vorher kannten, alleine da waren. Die haben sofort Anschluss gefunden. Und das ist halt, du kannst es vorstellen wie Klassenfahrt, nur mit Achterbahn. Mhm. Du hast halt 50 Bekloppte und Klassenfahrt, wo legal Bier getrunken wird. Ja, und du hast halt jemanden, der das organisiert hat. Du hast jemanden wie eine Art Reiseführer, sage ich jetzt mal. Ja, hast 2 Reiseleiter ja, dabei. Genau. Reiseführer ist zum Blättern. Reiseleiter. Eben alle, die dasselbe Ziel verfolgen. Mhm. Und na klar musst du wissen, es gibt Programm. Also du bist jetzt nicht dafür da, um... Also zumindest ist es bei OnRide und beim FKF so. Ich glaube, Cross Friends machen auch noch so mit Ausflüge in Städte oder sowas noch mit. Aber da geht es halt wirklich nur um Achterbahn beim FKF und bei OnRide. Und ja, wobei beim FKF waren auch Nationalparks. Ja, stimmt. Da haben wir auch sowas gemacht. Stimmt. Es kommt halt immer darauf an, was du vorher dann da auch. Aber du musst dir um nichts Gedanken machen. Nö. Also du steckst einfach, du musst pünktlich beim Bus sein und dann musst du jeden Tag pünktlich am Bus sein. Und du musst gucken, was du abends isst.
Meistens. Meistens, ja. Außer es ist dann im Programm irgendwie inkludiert oder ist ein Parkessen mit dabei. Und du hast halt eben dann auch Goodies wie ERTs, so extra Backstage. Ride Times, also dann kannst du eine Stunde vor oder nach Parkschluss dann eine Achterbahn nur mit den 50 Leuten fahren. Oder du kriegst Backstage-Führungen oder irgendwelche Goodie-Pakete von den Parks. Die sind da halt auch sehr kooperativ. Das ist echt cool. Von letztes Jahr, was halt nicht ging, hätten wir auch nochmal Skandinavien mit dem FKF gemacht. Musst du nichts kümmern, musst nichts planen, hast eine coole Tour. Und das sollte das Kontrastprogramm sein zu unserer eigentlichen anderen Tour, Shanghai und Japan, wo du halt super viel planen musst. Mhm. Und das ist halt, wenn du... Also es ist auch für Einsteiger das Sinnvollste, weil dann siehst du vielleicht auch mal, wie so eine Tour abläuft, ohne dass du die selber planen musst. Mhm. Wo ihr auf eine Tour in Amerika umgezogen seid, also, ja gut, ich weiß nicht, wie sparsam ihr seid, also wenn man wirklich aufs Geld achtet, so. Mhm. Und halt überhaupt gar keinen Wert auf Luxus legt, also meinetwegen sogar ein Jugendherberge kennt. Also für 2 Wochen Amerika-Tour, so mit den fetten Pass, also mit Cedar Point und so weiter, also Ostküste, sagen wir mal Ostküste bis Chicago 2 Wochen mit den fetten Parks, was müsste man mindestens investieren? So, Pi mal Daumen, so jetzt halt. Wir haben mal geguckt, für 2 Personen, Hin- und Rückflug, Mietwagen, alle Hotels, alle Parkeintritte und komplett Futtern und Saufen auf der ganzen Tour waren wir, glaube ich, bei 4.000 Euro. Mhm. Um den dicken Daumen, glaube ich. Weiß ich nicht mehr genau. Mit allem drum und dran, zweieinhalb Wochen, die wir gemacht hatten. Also so 4.000 bis 6.000 Euro wird so eine Tour ungefähr kosten. Ja, das ist so eine Tour. Wir haben jetzt Motels auch nur genommen, jetzt die ganz normalen klassischen Super 8 und Motel 6 und wie sie nicht alle heißen. Ja, also jetzt keine Harriets und Harriets und Marriott's und Hiltons und weiß ich nicht, was für Dinge. Was meint ihr, wie Corona die Freizeitparkindustrie, aber Kirmes und so auch mit eingeschlossen, verändert oder verändern wird? Wie würden in 4 Jahren, was wird in 4 Jahren anders sein, wie noch vor 2? Nicht viel, weil alle Investitionen jetzt erstmal auf Eis gelegt sind und die ganze Kohle fehlt, um zu erweitern, neu zu bauen, zu investieren. Das wird jetzt erstmal alles eventuell in Stocken kommen oder natürlich aufblühen. Das Ding ist aber, wir waren vor der Pandemie auf so einem Peak, wo es halt so richtig geboomt hat. Mhm. Und vielleicht ist es auch einfach jetzt an der Zeit gewesen, dass es jetzt nochmal runtergeht. Ich weiß es nicht. Ja, schwierig zu sagen. Ich habe keine Kristallkugel. Nee, man kann nicht. Also die Frage ist genauso schwierig wie die, wann wird es im Park XY wie voll? Ja, stimmt. Rechnet ihr mit einer großen Pleitewelle oder gar nicht? Weiß ich nicht. Also beziehungsweise, du weißt ja nicht, wie lange das Ganze noch so geht. Beziehungsweise meint ihr, es gibt Gewinner und Verlierer? Also ich habe mal irgendwann mal so ein Video gesehen, das war jetzt nicht von euch, wo so ein Typ halt drüber spekuliert, ich glaube ein amerikanisches Video, drüber spekuliert hat quasi, dass große Parks davon eher profitieren und kleine Parks pleite gehen, weil große Parks halt mehr Geld auf Reserve und kleine Parks andersrum wird ein Schuh draus. Die großen Parks sind meistens an Konzerne angeschlossen und bei Konzernen, großen Konzernen, gibt es da oben Leute, die sacken sich die Kohle nur ein und die kleinen familiengeführten Parks, die haben die Reserven, die haben die Kohle, die haben ihr eigenes Erspartes. So, und ich glaube eher andersrum, wenn man so spekuliert. Die Großen haben das Problem, die müssen ihre Zahlen bringen. Und die Zahlen gab es letztes Jahr nicht. Egal, wie viele Leute da waren. Es waren nicht die Zahlen, die mitten liefern müssen. Mhm. Letztes Jahr hatten wir im Sommer die Parks auf. Und vielleicht diesen Sommer auch. Seid ihr dafür, dass in der Pandemie die Parks aufhaben oder eher dagegen? Also sollte man eher wirtschaftlich in den Punkt denken oder eher halt gesundheitlich? Also egal, was ich sage, ist ja für jeden Außenstehenden meine Meinung befangen. Klar. Und ich sag auf jeden Fall aufmachen, aber ich sag halt, oh, wir können auch alles aufmachen. Du sagst auch, dass sie Klamottenläden aufmachen können, ja, zum Beispiel. Genau. Du kannst wäre halt jetzt nicht befangen. Richtig. Wenn es nach mir ging, kannst du alles aufmachen. Und von mir aus, ich bin halt kein Experte, ich habe halt keine Ahnung. Von mir aus machen wir es dann so, dass jeder sich jeden Tag testen lassen muss. Und dann hast du mal ein Tagesticket, dass du gerade nicht irgendwas hast. Und dann ist es doch theoretisch auch egal. Und wir können ja jetzt nicht einfach... Also das Ding ist, ich sehe es ja, ich habe ja Internet, in der EU geht nichts, alles ist zu. Und überall auf der Welt sind die Parks auf. Jeder macht die Parks auf. Jeder. Nur nicht die EU. Und wir sitzen hier, mal gucken, was ist das Virus mal weg, ey. Und warten, wir machen jetzt nur, ja, 22 Uhr darf keiner mehr auf der Straße sein, ne? Außer die Spät- und Nachtschicht haben, das ist ja nicht das Problem. Stimmt. Ihr könnt jetzt counten und macht ein Interview mit 2 Studenten. Richtig, aber also
Deswegen, und das dann, wenn man nach diesen Expertenmeinungen geht, die ich jetzt nicht habe, aber was man so mitkriegt, ich lese mich auch nicht alles durch, weil dann ist es kaputt, ist es ja so, dass die Ansteckungen draußen an der frischen Luft so gut wie gegen null gehen. Und die Leute werden aber in den eigenen Wohnraum reingedrängt. Also macht das für mich, ist wie vieles seit einem Jahr keinen Sinn und ist nicht nachvollziehbar. Und die Parks haben Hygienekonzepte, du bist draußen an der frischen Luft und es war auch schon letztes Jahr so, dass Indoor-Attraktionen geschlossen waren. Wo es, also jetzt Indoor-Attraktionen, wo der Zuschauer, der Gästefluss nicht geregelt werden kann. Oder zum Beispiel die Stuntshow Movie Park, die ist zwar draußen und es wäre auch kein Problem drin, auf den Tribünen die Abstände zu halten, aber die Ein- und Auslasssituation, da hat der Park sich dafür entschieden, machen wir nicht, weil wir dann nicht gewährleisten können, dass da genug Platz und Abstände sind. Es würde halt irgendwie eine Dreiviertelstunde dauern, bis das Ding leer ist, wenn du Stück für Stück die Leute rauslässt. Und das ist halt nicht praktikabel. Und deswegen, und es gab ja auch letztes Jahr keine nachweislichen Corona-Infektionen in Freizeitparks. Und wir waren in Frankreich, wo die Zahlen ja letztes Jahr vor uns ja schon gigantisch waren. Und auf unserer Tour sind nach uns, also echt, wir sind weitergefahren und die Stadt nach uns, das Departement nach uns, wo es ein Risikogebiet. Nächstes Departement reingefahren, fahren weiter, das Wort Risiko, also wir waren quasi so die Superspreader von Europa. Haben aber auf dem Rückweg dieser Tour, auf der Autobahn, einen PCR-Test gemacht und der war negativ. Und da hat nicht jeder Masken getragen, beziehungsweise gab es Luna Parks. Tragen Sie eine Maske, wenn Sie sich schlecht fühlen und dann gehst du da rein und das war wie die Rheinkirmes in Düsseldorf gefüllt und keiner hat eine Maske getragen. Und was soll ich denn dann sagen? So, das, dann kann man es doch aufmachen. Kommen wir zu YouTube. Erstmal machen wir die Fakten. Wie viele Abonnenten habt ihr momentan? 53.000 und ein paar Ach so? Du weißt Bescheid? Ja, 53.500 stand gestern. Okay. Was ist euer meistgeklicktes Video? Wie viel Klicks? Paw Patrol Eröffnungsreportage mit 1,1 Millionen ist richtig. Könnt ihr von YouTube alleine schon leben? Wie viel verdient ihr mit YouTube? Ihr müsst das nicht genau sagen. Also, dürfen wir gar nicht, das verbietet YouTube sogar. Ach so, okay, gut, dann nächste Frage. Also es ist nicht kostendeckend, wir machen ein Minus am Ende des Jahres. Also es war am Anfang war es eine Katastrophe, aber das war ja auch nie der Gedanke dahinter, das zu machen. Und inzwischen ist es okay und wir machen halt auch Sachen, Touren, die wir nicht machen würden, machen wir für den Kanal und das refinanzierst du halt damit wieder. Genauso, dass Equipment gekauft wird, was du nicht brauchst unbedingt, um dein Hobby nachzugehen, Achterbahn zu fahren, aber um den Kanal zu betreiben. Und dann sage ich auch bei manchen Sachen, wo ich machen wir es. Oder, ja komm, das ist nicht für uns, das ist für den Kanal, für die Leute, die sich das angucken. Und mit dem Kanal refinanzieren wir das Ganze dann. Ich habe ja mal gemerkt, also ich war ja auf zwei Fantreffen gewesen hier in Wald und euch beide kannte da wirklich jeder. Also nicht nur die Fans, sondern alle Schausteller. Viele Leute, die da rumlaufen, sind natürlich ihr Hund hier. Aber sind beide hier geboren. Das ist klar. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ihr jetzt auf Phantasialand fährt oder so, ihr auch so ein ziemlich bekanntes seid, dass ihr sehr oft angeredet wird und so. Wie geht ihr damit um? Also wenn du genau weißt, okay, ich gehe jetzt in den Park, ich kann jetzt nicht gechillt so drei Sachen fahren, mich in Ruhe hinsetzen und ein Bier trinken, sondern es werden garantiert, ich weiß nicht, 10, 20 Leute ankommen, Auto und Dampf machen. Mit dem Gedanken gehe ich ja gar nicht in den Park erstmal, ich denke da gar nicht drüber nach. Bis der Erste mich dann anpasst, ach ja. Und wie gehst du damit um? Ja, dann redet man mit den Leuten. Es kommt natürlich immer darauf an, wie dich jemand anquatscht. Es ist halt immer super unangenehm, wenn dich jemand so überfällt und so tut, als ob man sich schon jahrelang kennt. Er kennt mich auch jahrelang, aber ich kenne die andere Person halt nicht. Das ist dann immer schwierig. Klar. Ich schäme mich auch irgendwie ein bisschen immer, weil mir ist das halt unangenehm. Ja, ich mache halt so Videos, aber das ist auch kein Grund, mich jetzt hier so zu feiern. Das ist okay. Also es gibt ja wirklich, manchmal triffst du halt Leute, das ist dann ein sehr inspirierendes Gespräch oder es haben sich auch daraus schon Freundschaften entwickelt. So, deswegen ist das alles cool. Viele Leute fragen halt nach Fotos hauptsächlich, ne? Nicht Autogramm oder so, das ist eigentlich nicht mehr so oldschool. Aber die wollen dann ein Foto mit einem machen. Ne? Und viele sagen dann wirklich, können wir ein Foto machen? Ja, klar, kein Problem. Okay, tschüss. Und die sind dann schon wieder weg, weil die halt viel zu aufgeregt sind. Was war denn die Fotos, sagst du, die ein Fan irgendwie gebracht hat? Weiß ich nicht. Das, was vorher an euch vielleicht erinnern können, wo ihr sagt, das war krass. Naja, also was auf jeden Fall krass war, wo wir in Ruckburg waren, wo dann diese Schlange dann hinter dir war auf einmal. Ne? Da waren dann drei, vier Leute, die dann angestanden haben, quasi für ein Foto mit ihm. Es gab eine Q-Line.
Geil. Ein Foto. Das ist auf jeden Fall crazy. Das ist geil. Sag mal, wartet es halt. Nee, aber wir haben inzwischen mit dem Phantasialand gesprochen, das nächste Mal kriegen wir so Absperrdinger. Das ist ja natürlich, das ist natürlich ein Witz. Ja. Er weiß. Das Gespräch gab es wirklich, aber das war ein Witz auf beiden Seiten. Und so im Privaten, also wenn ihr durch den Supermarkt geht, jetzt außerhalb von Reit vielleicht, weil Reit kennen euch wahrscheinlich sehr viele, werdet ihr euch manchmal angesprochen, so außerhalb von Parks und Kirmes? Ja, auch. Aber natürlich viel seltener. Ja, das ist ja der Mikrokosmos, ne? Ja. Aber das, ich habe auch schon beim Aldi schon Autogramm dem Kassierer geben müssen. Also jetzt nicht, weil ich was gekauft habe, die Karte bezahlt habe, sondern weil er ein Autogramm wollte. Sieht das auch denn konkret aus eurem Privatleben irgendwie aus oder würdet ihr das sagen, gar nicht? Das habe ich nicht verstanden. Ob es sich konkret auf euer Privatleben auswirkt? Nö, finde ich nicht. Ja, du wurdest auf Arbeit auch schon? Ja, ich wurde auf Arbeit schon angesprochen, öfter mal. Ne? Ich war ja, wie gesagt, in der Bäckerei in Mönchengladbach und da waren dann auch schon welche, bist du nicht die von Night Review? Oder so ein kleines Mädchen, du heißt Oshi. Das kann ja manchmal sein, also man kennt es ja selber. Aber das schränkt mich jetzt nicht ein. Also alle drumherum wissen das. Mhm. Auch meine Arbeitskollegen und so, die wissen auch, was ich für ein Hobby habe. Und dann, schreckt mich nicht an. Mich auch nicht. Hm. Also, zum Beispiel so Aktionen wie, man geht schnell zur Tankstelle, wenn man ein paar Bier holen will oder sowas, oder kippen oder was weiß ich, und kämmt sich jetzt nicht die Haare oder sowas. Man sagt einfach so raus, geht da rein. Nee. Bei euch müsst ihr auch immer die Gedanken haben, okay, jetzt kann immer jemand kommen, ein Foto schießen. Nee. Also vor Paparazzi oder so habe ich jetzt keine Ahnung. Ich sehe immer gut aus. Also was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn man auch im Park ist oder so, wenn man dann von Weitem merkt, man wird fotografiert. Das kann dieses Heimliche. Das mag ich nicht. Das machen halt manche Kiddies so. Die denken, oh, guck mal, da ist der. Und dann so, da fühle ich mich irgendwie gestalkt. Das mag ja, komm doch einfach, sag hallo, stell dich kurz vor und dann mach ein Foto oder frag, was du fragen möchtest und nicht dieses, oh, guck mal da. Und Leute, wenn man in der Warteschlange steht, ne, hey, guck mal da, das sieht man, das merkt man, wenn dann alle so, ach, der ist das, ja, okay, wow. Ja. Hallo, ich hab auch Augen. Das ist jetzt nicht so schlimm wie, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Hollywood-Shows, wenn die da nicht mehr ohne Sonnenbrille und Hutraut rausgehen können oder so, um Gottes Willen. Habt ihr Hater? Ja, den hab ich gerade gemacht. Ach so, okay. Klar, Hater. Habt ihr schon so Aktionen gehabt irgendwie, wo ihr sagt, okay, das geht gar nicht, das ist irgendwie bedroht oder was? Ja, klar. Das gibt's ganz oft. Um ein Beispiel oder das Beispiele, ist, braucht ihr noch keine Bühne geben, weißt du? Ja. Okay, dann aber, können wir gerne mal drüber reden. Ja, also ich glaube, das Harmloseste, was aber trotzdem schon eklig ist, ist, wenn die Fotos von dir ausdrucken und die dann verbrennen und das filmen und hochladen. Und krass. Das geil finden und jetzt, Alter, was stimmt mit dir nicht? Krass. Ja. Das ist heftig. Aber es ist noch nie der Moment gekommen, wo ich gedacht habe, boah, mein da Leben ich ist in Gefahr. Ja, oder sowas. Weil manche haben das ja. Ja, aber Leute, die sowas machen, die im Internet so eine Schnauze haben, die kommen ja nie auf einen zu. Bestimmt, ja, manche sind dann halt, du kannst halt nie wissen, was da im Kopf los ist, ne? Ja, das sind auf jeden Fall teilweise schon, die sind halt wirklich krank. Das ist halt krankhafter Hass, der aus nicht erwiderter Liebe entstanden ist und sich über Jahre hinwegzieht. Weil wenn du irgendwas nicht magst oder irgendjemand nicht magst, was steckst du in Zeit und Energie da rein? Ja, das macht keinen Sinn. Ignorier das doch einfach und kümmere dich dann um deinen eigenen Mist. Ja. Was soll ich mit den ganzen Müll den ganzen Tag reinfahren, den ich ja so scheiße finde und der mir ja so egal ist, aber ich muss mir alles reinziehen den ganzen Tag. Das kann ich nicht. Ich verstehe diese ganze Hate-Kultur gar nicht. Aber Hater sind halt auch der beste Algorithmus-Pusher. Das ist ja, klar, aber stimmt. Nicht gut für die Seele. Die nächste Frage ist ähnlich. Wahrscheinlich ist die Antwort nein, weil ihr macht einen Achterbahnkanal. Aber hattet ihr schon mal Beef mit anderen YouTubern gehabt? Es gibt ein paar, die zerreißen sich halt das Maul über uns, ne? Aber wenn du meinst. Also Beef, da gehören immer zwei zu und wir sind dir halt egal. Beef musst du halt auch öffentlich machen, oder? Ja, das machen die ja nicht, weil dann verlierst du halt dein Ansehen. Verstehe. Ansehen. Seht ihr YouTube eher als Hobby oder eher schon als Arbeit? Das ist Arbeit. Arbeit ist es inzwischen, ja. Das Hobby ist halt, du machst einfach, wenn du keinen Bock hast, dann machst du halt nicht. Ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie zu irgendwas zwingen muss, aber ich habe halt einen eigenen Anspruch und ich möchte ja was abliefern. Mhm. Und es gibt halt, das klingt vielleicht auch immer komisch, aber es gibt halt wirklich viele Leute, das gehört zu deren Tagesablauf oder zu deren Lebensinhalt fast schon, dass wir jeden Tag um 18 Uhr am Start sind für die. Und das schreiben uns auch oft Leute, so dass denen das irgendwie Halt und Kraft gibt. Oder auch vor allem jetzt mit der Pandemie, dass sie da besser durch die Zeit kommen, weil wir halt trotzdem jeden Tag noch abliefern.
Und man hat halt irgendwie also eine gewisse Verantwortung hast du irgendwie schon. Auch wenn ich mir da meistens nicht bewusst bin und dann einfach irgendeinen Quatsch erzähle. Suchst du Parks nach eigenem Interesse oder oft auch, okay, ich mache diesen Park, weil dieser Park halt bei vielen Leuten beliebt ist. Gehst du nach eigenem Interesse oder denkst du eher, okay, das könnte deine Fans und so interessieren? Mich interessiert ja alles, wo ich noch nicht war. Mhm. Und da fahre ich auf jeden Fall hin, egal was da steht. Mhm. Und das sind die Sachen, die Leute am wenigsten interessieren. Verstehe. So diese Perlen interessiert keinen. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ja, klar. Und wenn du in Deutschland die Big Five besuchst, dann hast du halt die Klicks sicher. Mhm. Machen wir auch, weil die Parks gut sind, weil es da vielleicht mal was Neues gibt oder weil die Leute es halt sehen wollen. Mhm. Brech mir jetzt keinen Zacken aus der Krone, wenn ich in Deutschland mal eben einen Tagesausflug mache. Ja. Aber wenn es um Touren geht, suche ich mir die Sachen raus, wo ich richtig Bock drauf habe. Und da sind ja auch dann die großen Sachen bei, die vielleicht Leute kennen, wie Disney, Universal, Cedar Point. Also du könntest jetzt jedes Mal einen Vlog machen, wenn du in den Moviepark fährst, was ja oft ist, weil wir uns da mit Freunden oft treffen, weil das so die Mitte ist zwischen uns allen. Und dann könntest du jedes Mal einen Vlog machen, da wird jedes Mal 30.000 Aufrufe kriegen wahrscheinlich. Also weil das ist egal, ob es dasselbe ist wie letzte Woche, aber das gucken die Leute halt, weil die den Park kennen. Die wollen Europa-Park, Moviepark, Phantasialand, Heidepark, Hansa-Park. Wie macht der das denn da? Ting, 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 ting. Ich denke mal, Paw Patrol habt ihr wahrscheinlich 1,1 Millionen einfach wegen Paw Patrol. Wahrscheinlich, vielleicht kann ja auch sein, dass es in dieser Kinder... YouTube, dann ist dieses Paw Patrol, das dann läuft und so. Das ist bei vielen so, dass man da irgendwelche Themen hat, die halt in irgendwelche Playlists dann automatisch reinkommen und so. Ich habe mich gerade gewundert, dass gerade dieses Video so krass geklickt ist. Mich auch. Ja, das ist wahrscheinlich wirklich wegen, aber der Hype ist auch real. Ja, aber da müssen ja Leute trotzdem dranbleiben, sonst fliegt sie aus dem Algorithmus wieder raus. Ja. Also da hat sich ja schon irgendjemand mein Geschwafel da angehört. Naja. Das heißt, nicht über 1,1 Millionen Aufrufe geworden. Das stimmt. Also, ich habe mal ein bisschen geguckt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, ihr seid in Deutschland die größten Achterbahn-YouTuber. Korrigiert mich ruhig. Also, ich gucke so Emmy Pictures, hat glaube ich weniger als ich. Ihr, es gibt noch Theme Park Hunter, meine ich, aber so viele gibt es auch nicht. Aber von denen, die es gibt, seid ihr mit 53.000, 500 Abonnenten es gibt die größten. Noch zwei Kirmes-YouTuber, die zwei Kirmes-YouTuber sind größer, aber dann kommt erstmal lange nichts. Aber es gibt relativ viele Leute, die das machen. Was macht euren Erfolg aus? Also ich würde schon sagen, dass ihr Erfolg habt, weil so eine Achterbahn-Szene kennt euch, glaube ich, jeder. Ja. Was macht ihr anders? Also jeder weiß ich nicht, aber viele auf jeden Fall. Was macht ihr anders als, ich will jetzt keinen Namen sagen. Nee, als andere. Als andere, genau. Was macht ihr besser als der zweitbekannteste YouTuber? Mehr Arbeit rein investieren. Mhm. Qualität. Qualität liefern. Das konstant seit Jahren machen. Und wir sind halt Charakter, wir sind wir. Mhm. Kann ja sein, dass der andere halt nicht so charming ist. Ja, oder nicht so wiedererkennungswert. Ich bin ja auch ein Charakter, wenn du mich siehst. Das ist der Typ mit der Mütze und der Glatze und dem roten Bart und den Tattoos. So. Der fette Achterbahn-YouTuber. Weißt du? Das ist ein Charakter. Verstehe. Und hab den Schnauzer am Kopf und am Anfang wurde ich von der Branche und der Szene gehasst, zu Recht. Wenn ich mir die ersten Videos angucke. Aber da habe ich das halt auch nicht so. Was wollen die denn? Das ist halt doof. So. Der Beste. Ja. Ich weiß nicht, also wenn ich das Erfolgsrezept hätte, würde es wahrscheinlich dann ausbauen. Aber wir sind halt wir. Und jedes Video, was online geht, dann denke ich mir, das machst du, aber das machst du nächstes Mal besser, das machst du besser. Vielleicht wird es dann noch schlimmer. Aber wir reißen uns halt den Hintern auf. Wie kommt ihr auf Ideen für Videos? Also ihr habt ja verschiedene... Rubriken oder was? Ja, Rubriken, Sparten. Das sprudelt so aus mir immer raus. Also einfach spontan. Ja, also ich manchmal versuche mir das dann aufzuschreiben, damit es nicht wieder weg ist, aber es sprudelt immer so raus und dann schnell aufschreiben. Ja, das stimmt. Du erzählst mir das und hoffst, dass ich mir das merke. Ja. Passiert meistens. Hast du denn meistens so einen Notizblock dabei oder so, was du aufschreibst? Natürlich nicht. Okay. Aber dann schreibe ich es ihr schnell. Ja, ich schreibe es bei WhatsApp. Ja. Oder Sprachnachricht oder so. Ja, hör mal, ich habe gerade eine Idee. Wie man das. Merkt ihr das mal? Es gibt auch Sachen, ich darf auch eigentlich nicht mehr auf Nachtschicht weiterkommen. Ich habe überlegt, wir könnten noch da und dahin fliegen. Hast du nächste Woche Zeit? Ich bin dann auf Arbeit und dann, ja, was wäre denn, könntest du da freimachen? Und wenn du dann, und dann fahren wir nach, weiß ich nicht, Usbekistan oder was du da für, also das ist jetzt übertrieben, aber was du manchmal für Ideen hast. Und ich bin dann auf der Arbeit und denke mir, Alter, was willst du jetzt von mir? Ich habe doch keine Ahnung. Das ist schon manchmal irre. Was mich in Deutschland halt immer wundert, also guck mal, die Parks, die sind voll. Also du wartest, glaube ich, zumindest im großen Park Phantasialand, warst du
Zum Beispiel bei Taron wartest du bestimmt 90 Minuten, ja, wenn nicht in länger. In der Hauptsaison natürlich, ja, ne? Gut, aber die Parks sind auf jeden Fall voll. Das sind einige Leute so. Und wenn ich überlege, ihr habt jetzt 53.500 Abonnenten und seid damit so mehr oder weniger die Größten. Aber trotzdem ist das ja für so viele Leute, die in einem Park sind, finde ich, gibt es relativ wenig Achterbahn geleistet. Ich habe mal verglichen, ich bin jetzt mal, hab mal geguckt, Klemmbaustein-YouTuber, also Lego und sowas. Da haben wir den Held der Steine, der Studios. Der ist bei 684.000 Abonnenten. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass es so viel mehr Lego-Fans gibt, oder Klemmbaustein-Fans, als Achterbahn-Fans, weil Parks sind voll. Und auf der anderen Seite, man guckt sich jetzt so amerikanische YouTuber an, ich denke, die Zahlen, nee, die Zahlen habe ich jetzt nicht, aber Theme Park Review zum Beispiel, 1,7 Millionen. Theme Park Crazy, 226.000 Abonnenten. Also in Amerika hast du richtig hohe Zahlen, klar. Der Markt ist größer, weil die auch auf Englisch sprechen, klar. Aber in Amerika ist trotzdem viel mehr Begeisterung dafür. Was meint ihr, woran es liegt? Warum gibt es in Deutschland so wenig Achterbahnbegeisterte, obwohl die Parks voll sind? Also in Amerika gibt's grundsätzlich Leute, also sind die Leute grundsätzlich eher zu begeistern, egal für was. Mhm. Das ist einfach die Kultur. In Deutschland ist dann immer so, ja, brauche ich nicht, will ich nicht. Aber wenn man es jetzt mit anderen Hobbys vergleicht. Aber wenn du jetzt den Held der Steine zum Beispiel nennst als Klemmbaustein-YouTuber, dann den haben wir auch abonniert, obwohl wir keine Lego-Fans sind. Mhm. Weil der er ist und er ist interessant. Er macht das lustig, er macht das cool. Ja, bei euch auch. So, ja, aber wir sind wenig cool genug. Das ja, das vielleicht muss ich auch sarkastischer werden. Es ist halt schon. Weil Lego-Steine sind popkulturell eher angesehen als Freizeitparks. Man geht da hin, man hat dann Spaß, man fährt Achterbahn. Achterbahn ist Achterbahn. Und Lego ist ja viel größer für viele. Das ist ja viel greifbarer. Und über Achterbahn weltweit zu sprechen, ist so abstrakt. Und verschiedene Hersteller und ja, guck mal, die haben diesen Antrieb, aber die haben diese Räder, ja, und das ist für manche dann zu viel schon. Das ist sehr nerdy, das ist sehr Nische und sehr speziell. Ich meine, klar, wenn der dir dann die Farbcodes um die Ohren haut von den Klemmbausteinen, dann bin ich auch raus, ne? Ich bin dann fasziniert. Das ist 40, 30, hat sich keine Antwort drauf. Vor allem, wenn du jetzt zum Beispiel Freizeitpark-Shows dir anguckst und dann braucht man einen Freiwilligen. In Deutschland, boah, ey, sprech mich bloß nicht an, ey. Pff, scheiß Schuhe nicht gut. Oh. USA, yeah, hey, da eskalieren die voll, wenn sie mitklatschen, ja, ist hier ist so. Ganz andere Mentalität, ne, mitklatschen ja. Geht gar nicht. Und in den USA, da stehen die auf, alle und man kann ja die amerikanischen YouTuber halt quasi wirklich als große YouTuber bezeichnen, weil über 1 Million Abonnenten ist schon krass. Gibt es irgendwas, oder guckt ihr euch amerikanische YouTuber manchmal an? Also ich gucke gar keine Freizeitpark-Videos auf YouTube. Ah, okay. Gar nichts. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich die anderen schlecht finde oder irgendwie nicht mag oder sonst irgendwas. Aber ich wenn ich mit meinem Kram, mit meiner Arbeit damit durch bin, dann bin ich auch durch damit. Und dann ist irgendwann auch mal, also es bleibt mir gar nicht viel Zeit, aber dann brauche ich auch nichts mehr sehen. Mhm. Und vor allem jetzt deutsche Kanäle können mir nichts zeigen, was ich nicht kenne. Mhm. Und ich meine, von denen interessiert mich halt dann auch nicht. Also es klingt jetzt wieder doof, aber ich habe ja meine Meinung und die andere Meinung brauche ich mich ja nicht interessieren, weil da tausche ich mich mit Freunden drüber aus, die dann auch schon da waren oder halt nicht. Was meint ihr, was man braucht, um auf YouTube erfolgreich zu werden? Was könnte das sein? Glück? Ja, irgendwie schon Glück, auf jeden Fall. Durchhaltevermögen? Ja. Eigene Ideen? Keine Kopiererei, also es kann auch funktionieren, aber das macht einen, glaube ich, selbst auf Dauer nicht so stolz. Es braucht halt auch das Publikum keine Minimis von irgendwelchen anderen. Wenn ich mich jetzt hier hinsetzen würde und sarkastisch über Klemmbausteine sprechen würde, braucht das kein anderer, braucht das keiner. Das ist der Held, Steine gibt's. Der Held des Steines bist du dann. Held der Coaster. Stein der Helden. Naja. Also das ist mir gestern zufällig aufgefallen, ich habe neuere Videos von euch gesehen und halt ältere und dann ganz alte. Bei ganz alten steht nicht Werbung dran, bei so mittelalten, also so ab bis vor einem Jahr ungefähr, steht oben an der Ecke immer Werbung und bei den neueren nicht. Warum da Werbung dran steht, kann man sich halt denken, aber nicht überall. Nicht immer. Ach so, okay. Also das deutsche Recht für solche Werbeinhalte, Kennzeichnungen, Geschichten, das muss halt auch irgendwie erstmal so ein bisschen entwickelt werden. Das war ja auch gar nicht das so hat diese, sich ja geändert. Mit diesen Influencer-Geschichten und so, das muss ja auch erstmal, das dauert ja immer in Deutschland mit der Bürokratie und so. Und wir haben das dann irgendwann so durchgesickert bekommen, dass man, sobald man irgendwas präsentiert. Also erstmal ging es damit los, dass uns jemand beim Amt angeschissen hat.
Wir würden Werbung machen und die nicht kennzeichnen. Ja. So, und dann habe ich mit denen auch telefoniert, dann war auch alles gleich wieder PC, weil alles eigentlich in Ordnung war. Es war nur so, ja, guck mal, dass du das so und so machst. Und dann war es halt, wenn du Werbung machst, also wenn du irgendeinen geldwerten Vorteil hast, was dann schon mal nur ein Eintritt ist, dann musst du es als Werbung kennzeichnen. Aber da war es anfangs so, auch wenn du nichts bekommst, aber mit deinem Video beabsichtigst, irgendwann mal von denen was zu bekommen, ist das auch schon Werbung. Und dann war ja alles mit Werbung gebrandet. Dann haben die gemerkt, ah, das ist keine so gute Idee, weil es steht ja überall, aber das ist das ja auch nicht mehr zu erkennen. Und dann wurde dieses Gesetz wieder, also diese Regelung wieder geändert. Ja. Und jetzt ist es so, wenn wir irgendwo eingeladen werden und keinen Eintritt zum Beispiel bezahlen, dann kennzeichnen wir das mit Werbung. Und wenn wir das selber bezahlt haben, dann steht halt keine Werbung dran. Was nichts an den Inhalten ändert, weil wir haben immer, dürfen wir das sagen, was wir wollen. Es waren auch Sachen gekennzeichnet als Werbung, die laden uns auch nicht mehr ein. Weil denen das nicht gepasst hat, was wir gesagt haben. Interessiert zwar keinen von den Zuschauern. Aber an dem Tag haben wir eben keinen Eintritt bezahlt oder haben das Essen oder die Übernachtung bekommen. Oder genau. Also wir kriegen nie Geld dafür. Nein, es gab nie Cash für irgendwas. Nie jemand, der uns dafür bezahlt. Höchstens Freizeitpark-Eintritte. Ja, genau. Geldwerter Vorteil. Ja. Genau. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel diese Holzachter, diese Coaster-Cutouts, die wir zeigen, wenn die kriegen wir Provision für, das sind Affiliate-Links, dann ist das Werbung, wenn ich das Ding in die Kamera halte, sage, ey, hier unter dem Link könnt ihr das kaufen, zack, ist es Werbung. Klar. Wenn ich jetzt falsch bin, ihr hattet, glaube ich, auch mal ein Interview mit dem Chef vom Moviepark, richtig? Oder zumindest von einem hohen Angestellten da, richtig? Das ist ja regelmäßig. Manuel Brusotto wird es. Ja, genau. Wie kommt ihr an so Interviews? Melden die sich bei euch? Schreibt ihr die an? Also wir sind natürlich jahrelange Beziehungen, die man sich aufbaut, irgendwie durch einfache Anfragen, die dann unter... Ja, du wirst zur Presseeröffnung eingeladen. Genau, weil du da irgendwie dann schon mal angefragt hast, können wir da hin? Ja, oder Fotos, die kommen auf Videos, dich zu. Das gibt es auch. Wir wurden ja auch von Lina Mäcki aus Finnland, die haben uns eingeladen zur Eröffnung von Tiger und mit denen hatten wir vorher nichts zu tun. Ja, zum Beispiel, also die viele Parks... gehen ja in die Richtung, dass sie auch mehr mit Influencern machen möchten, weil die eben merken, dass das fruchtet, denke ich mal. Und in dem Bereich können wir uns ja schon als solche bezeichnen, auch wenn das jetzt... nicht so ist, aber... Und dann gibt es natürlich zum Beispiel mit manchen Parks einfach engere Beziehungen, wo wir dann mehr Möglichkeiten bekommen. Ja, und dadurch kommt sowas zustande oder auch mit... SBF Visa, wie du eben gesagt hast, in Italien, das ist auch schon sehr lange. Also ja, da dann auf Messen, ne, wenn wir auf Messen sind, dann versuchen wir natürlich auch so ein bisschen also ältere Kontakte zu pflegen und durch jemanden lernen wir dann jemanden kennen von einem anderen Hersteller oder durch Zufall. Park oder durch Zufall, dann stehst du mit dem am Stehtisch und hast auf einmal mit dem ein Bier und trinken oder was weiß ich nicht. Also so wie das halt, ja. Also die Freizeitparkbranche ist sehr klein und wir reden dann aber auch weltweit von sehr klein. Und das ist krass, zum Beispiel, ich kriege ja auch Interviews in den Staaten, dass man euch da kennt, ich meine, das ist schon krass. Naja, nicht unbedingt, würde ich sagen, dass man uns kennt, aber... Es kommt aber auch schon vor, dass uns irgendwelche Amerikaner Fotos schicken aus Parks in den USA, wo jemand mit Rideview-Klamotten rumrennt und die haben den gesehen und haben das dann verbunden miteinander. Krass. Und dann sitzt ich hier und kriegst so eine Mail, Alter, was ist denn da los? Wie krass ist das denn? Nicht wir schlecht. Fragen dann einfach ganz unverblümt eben, ob wir da On-Rides machen dürfen und dann, dass wir von dem und dem Kanal sind und... Wenn dann, der relevant genug erscheint, dann können wir vielleicht auch mal ein Interview. Genau. Und so lernen die uns kennen und können sich vielleicht nächstes Mal noch an uns erinnern. Na, cool. Oder kennen uns auch schon, das hatten wir ja auch schon. Auf welchen Plattformen seid ihr alles vertreten? Ja, YouTube, Instagram und Facebook. Twitch macht ihr gar nicht, oder? Nee, weil das ist ja alle Jubeljahre mal ein Livestream und das war jetzt auch so, eigentlich auch nur Lockdown-bedingt, dass wir jetzt zwei gemacht haben mal oder drei. Es sind ja auch keine Live-Inhalte, die wir produzieren. Und ich habe jetzt auch nicht vor, irgendwie regelmäßig live zu gehen. Ja, haben wir irgendwann, also wenn es dann wieder normal läuft, haben wir auch keine Zeit dafür. Genau das, weil... Das ist ja schon, du musst ja dann in dem Moment Zeit haben und musst ja auch gucken, dass eine Zeit ist, wo die Community Zeit hat. Ich kann mich jetzt nicht nachts um 3 Uhr in der Woche hinsetzen und Livestream machen, das interessiert dann keinen. Nee, dafür sind wir halt nicht Montana Black. Der könnte das wahrscheinlich machen. Vor allem ist es ja auch, wenn du so richtig wieder... alles richtig laufen würde mit den Touren, hast du auch Zeitverschiebungen überall mit drin, dass wir selber, wir hatten das schon, wir haben im Legoland Deutschland
die Leute auf Englisch angequatscht, weil wir schon nicht mehr wussten, in welchem Land wir sind, welche Sprache gesprochen wird. Das. Und dann war auch so, okay, warte mal, wir sollten vielleicht mal eine Pause machen. Habt ihr Merchandise und wie viel Geld verdient ihr damit? Pi mal Daumen. Also wir haben so einen kleinen Shop, wo man Klamotten bestellen kann, so T-Shirts und Pullover. Dann machen wir ab und zu die Beanies, die machen wir dann selber und vertreiben wir die selber. Dann gibt es diese Affiliate-Links zu den Produkten wie diese Coaster Cuts, also diese Achterbahnmodelle und Nano-Coaster und alles. Genaue Zahlen habe ich jetzt aber auch nicht im Kopf. Wo lasst ihr die produzieren? Also wir haben die Shirts und alles haben wir eine Zeit lang selber gemacht, also selbst drucken lassen, selbst dann den Vertrieb gemacht. Was halt ein bisschen in Arbeit, also nicht in zu großer Arbeit ausgeartet ist, was man nicht mehr so handeln konnte und es war immer so stoßweise. Und es konnte jetzt nicht jeder, wie er gerade wollte, sich mal was bestellen. Und haben jetzt so einen Online-Anbieter, die das On-Demand drucken, wo wir momentan aktuell ganz... Da bekommen wir dann halt auch nicht einfach dann einen Provision, Anteil davon, ja. Ne? Und wo wir aber aktuell nicht wissen, ob wir das weitermachen mit denen, weil wir nicht so ganz zufrieden sind. Verstehe. Was ist euer Verkaufsschlager? Weiß ich gar nicht. Das normale T-Shirt mit Ride Review drauf, das... Das haben auf jeden Fall die meisten. Ja, weil das halt auch damals, selber damals... Genau, und da haben es die ersten Fans sich schon mal gegettet und halt dieses große, übertrieben riesige Logo. Ja, das ist schrecklich eigentlich. Und damit läuft halt, weiß ich nicht, die Hälfte der Community läuft damit rum. Also es gab wohl mal einen Moment im Phantasialand, wo Phantasialand-Mitarbeiter von normalen Parkgästen angesprochen worden, wo man denn diese Ride Review T-Shirts im Park kaufen könnte. Krass. Weil da so viele Leute damit rumlaufen. Das war schon, das ist krass, schon ein bisschen cool, ein bisschen creepy. Nicht schlecht, nicht schlecht. Designt ihr es selber, klar, das Ride Review Logo ist wahrscheinlich von euch designt, aber... Wenn ihr designt, also das ist zusammengestümpert. Ja gut, aber ich meine, ihr hättet ja auch einfach nur das schreiben können oder so. Jeder Grafikdesigner, der das sieht, der bricht einfach im Strahl und findet das schrecklich. So Time News Roman oder so. Comics. Aber ich meine, bei eurem Merchandise, klar, das Logo ist es, aber sind ja auch noch manche andere Sachen drauf gedruckt. Designt ihr selber oder? Wenn, hab ich irgendeine Idee und hab dann so zwei Leute, wo ich hingehe und sag, ey, du kannst das, ich hab das und das hätte ich gerne, mach mal eine Grafik da draus. Ich brauche eine Vektordatei, weil ich kann das nicht. Wir sind ja fast durch. Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe? Also irgendwas, was ihr der Welt sagen wollt? Ich glaube, du hast alles gefragt und gefragt, oder? Wir haben alles erzählt, was man erzählen kann. Gut, dann kommt noch meine letzte Standardfrage. Habt ihr noch Fragen an uns? Wie schlimm war's? War cool. Also ich bin noch nicht runtergefallen vom Schlafen, also alles okay. Gut, dann würde ich sagen, wenn du jetzt noch keine irgendwelche Fragen einfallen. Wo gibt's das beste Essen? Die typische Lars-Frage. In Parks. Welches Essen bleibt euch, egal ob unangenehm, angenehm, total richtig verrückt, ob es jetzt ein Schweizer Burger in Japan ist oder irgendetwas Thailändisches, Taiwanesisches ist, meine ich, oder Amerika, ein ultra fetter Bypass-Burger in Las Vegas. Was ist das Krankeste oder Einprägsamste, was ihr jemals so im Freizeitpark gegessen habt? Chili Fries mit Käse. Also die größte Erkenntnis über das, was die Götter in Frankreich gegessen haben, war wahrscheinlich in den Universal Studios das erste Mal, dass ich einen Turkey Leg in den USA gegessen habe. Das war die Erkenntnis, wie geil sowas einfach ist und vor allem auch direkt diese Verbindung zur amerikanischen Kultur. Du stehst mit diesem riesen Ding in der Hand und es kommen Leute vorbei und geben dir einfach Props dafür. Sagen, boah, geil, dass du einen Turkey Leg hast, das finde ich voll gut, so, und geht weiter, und der nächste, geil, Alter, wo hast du das her? Das schmeckt cool schon auch, es ist so cool, dass du sowas hast, und das ist dieses Gönnerhafte, was die Amis haben, das hatte ich auch bei den Einlasskontrollen in Parks, wo du so die Kamera rausholen musst, hier war das dann so, und dann, boah, geil, Kamera, Alter, wie cool ist die denn? Und das war halt Essen und Kultur gleichzeitig kennengelernt. Das erste Mal drüben war so, wow. Oder auch Fried Chicken mit Mashed Potatoes und Gravy. Gab es das im Freizeitpark? Ja, beim Buffet im Knott's Berry Farm. Und in Dollywood gab es das auch. Und du hast das eigentlich immer gegessen.
Hast du Tantra-Tantra mit dem Essen da? Das ja, das ist auch gut. Das fällt mir so immer so ein, wenn ich ein gutes Essen im Park denke. Ja, aber es ist, viele Parks kriegen Essen einfach nicht auf die Kette. Ja. Jede billige Frittenbude kann die bessere Pommes machen als die meisten deutschen Freizeitparks. So, dann würde ich sagen, danke fürs Interview. Danke. Gerne.